Hallo und willkommen zurück zu Rachel Foster. Ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Okay, wir haben ja jetzt den Hotelschlüssel. Also, unser Name, also der Name von unserer Person, die wir spielen, ist Nicole. Ich weiß nicht auch, ob es auch Foster mit Nachnamen heißt, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Oh. Auf jeden Fall, wir haben wohl das Hotel von unserem Vater geerbt, der uns wohl, also wo wir vor 10 Jahren, also die Mutter eben verlassen hat, weil er eine Affäre hatte. Und er ist gestorben. Wie es aussieht, unsere Mutter aber auch. Und wir müssen halt, also wir wollen das Hotel verkaufen. Und wir müssen uns das halt jetzt erstmal hier angucken, ob das alles in Ordnung ist. Und ich denke mal, dass es jetzt bald losgeht. Dass wir halt, ja, mit der Story. Oh Gott, das wäre so ein richtiges Spiel, das, wo was Böses passiert, irgendwie, oder? Auf jeden Fall müssen wir mit der Story gucken. Ich laufe mal ein bisschen flotter. Okay, das können wir aufmachen. Oh, das sieht auch schon unheimlich aus hier. Ich habe es auf meinen Ohren etwas leiser gemacht. Ich hoffe, für euch ist das immer noch gleich laut. Oh. Okay, davon ist schon durch Fenster kaputt. Ich warte immer noch, dass irgendwas kommt. Ich weiß, dass es ein G-Simulator ist, aber ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwas kommt. Okay. Das scheint ein Café zu sein, wo die Gäste gegessen haben. Guck mal hier rein. Da kann man auch rein. Okay. Ich weiß nicht genau, wo wir hin sollen, um ehrlich zu sein. Aber wir sollen ja nach dem Rechten gucken, ne? Deswegen schauen wir uns einfach mal um. Okay, da kann man wohl. Ah, ist die Küche? Was ist das hier? Oh, das ist das Büro, wo wir waren. Stimmt. Okay. Also ich denke mal nicht, dass wir raus können. Ich versuche es auch gar nicht erst. Okay, wir sind halt wieder hier unten an der Reproduktion. Ich kann es gar nicht aussprechen. Hier auf jeden Fall. Wir sollten uns ja die Zimmer angucken, ne? Ich guck mal hier rein. Okay, da ist jetzt das, ja, das Restaurant. Genau. Okay, wir sind von da hinten eben gekommen. Und dann schauen wir mal hier weiter. Oh, ich sollte vielleicht, einen Timer neu setzen. Ne? Das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Ich gehe nochmal einfach, ich gehe mal geradeaus. Ich gehe mal geradeaus. Und dann schauen wir mal. Okay. Das scheint eine Bar zu sein, ne? Oh, da ist der Kronleuchter runtergekommen. Ja, es scheint eine Bar, also Bar mit Tanzfläche zu sein. Oh nein. Okay, wie kommt denn sowas einfach runter? Das Hotel sieht ja jetzt ja nicht wirklich schäbig aus oder sowas. Privat steht da. Was ist das hier? Oh. Restaurant. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Wir werden uns wahrscheinlich so verlaufen. Wahrscheinlich gleich denken, so scheiße, in der Aufnahme ist nichts Tolles passiert. Ich weiß gar nicht, wohin. Da steht was am Fernseher. Walken. Okay, können wir in den Zimmer rein? Da können wir leider nicht rein. Ich habe leider auch nicht sowas wie ein Tagebuch, wo man sagt, okay, da müsste man jetzt hin. Da geht's nicht. Oh. Taschenlampe. Oh. Können wir die mitnehmen? Nein. Ich kann das leider nicht lesen. Ich weiß nicht genau. Nö. Nö, leider nicht. Wie gesagt, Leute, die Englisch können, können das ja gerne übersetzen und dann in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Auf jeden Fall, ich denke mal, die Taschenlampe brauchen wir später. Wo habe ich ja mal die Karte? Das merkwürdige Telefonding benutzen. Das merkwürdige. Meint ihr die Telefonanlage? Also die, wie heißt das? Zum Einwerfen die? Ach kommt, Leute. Wie heißen die denn? Telefon, ach, Mist. Wie heißt das denn? Wieso fällt mir der Name jetzt nicht ein? Ja. Ich weiß schon, dass jetzt die Klugscheißer in den Kommentaren da schreiben.
Liebe Grüße. wie heißt das denn? Telefonzelle! Also, ja, Telefonzelle. Ja, ich meine halt die hier. Kann man das auch Telefonzelle nehmen? Nein, ich weiß es nicht. Ich hätte gedacht, okay, das müssen wir nicht benutzen. Ich hätte gedacht, dass die das meint. Merkwürdiges was? Das merkwürdige Telefon-Ding benutzen? Hä? Ich gehe nochmal ins Büro, ob die das meint, aber das nennt man doch Telefon. Das merkwürdige Telefon-Ding benutzen. Das ist ein Computer von 1800 irgendwas? Nö. Hm. Ich weiß gerade gar nicht, was ihr meint. Das merkwürdige Telefon-Ding benutzen. Der Karte wird auch nicht angezeigt, wo wir hin müssen, oder? Hm. Haben wir noch irgendwie eine andere Taste? Ne, das ist die Karte. Nö, das ist das. Das ist auch nichts. Hm. Ich habe gedacht, die zeigt uns vielleicht was anderes an. Wir laufen einfach nochmal durch das Hotel. Das ist ein Computer. Das wird wahrscheinlich nicht das sein, was wir benutzen sollen. Das merkwürdige Telefon-Ding benutzen. Ich hätte jetzt einfach die Telefonzellen hier gedacht. Oh, was ist denn? Oh! Eine Rose? Okay. Merkwürdige Telefon-Ding. Das ist ein merkwürdiges Telefon-Ding. Fängt ja schon gut an, das Let's Play, ne? Muss ich schon sagen, es fängt super an. Okay, ich habe gerade mal die Pfeiltasten gedrückt, ob sie irgendwas in der Hand hat. Oh, das hier vielleicht. Warte mal. Nö. Guck mal, auch nicht, ne? Nö. Vielleicht in der Stube irgendwas. Ich gehe nochmal in die Stube rein. War das Zimmer vorher offen? Die waren vorher zu, ne? Die waren vorher wirklich zu. Kann natürlich jetzt all sein, dass das Spiel sagt, okay, ne, es ist jetzt, oh, warte mal. Achso. Weil wir den Schlüssel jetzt haben. Ist so, ja, kannst du auch mal sauber machen, ne? Haarkamm. Gegen Hotels wirklich Haarkämme? Also von anderen Leuten? Könnte ich so. Hier war die Stube, ne? Ja. Okay. Ich finde, das ist aber immer noch übersichtlich. Okay, wahrscheinlich auf der Toilette ist kein merkwürdiges Telefonding. Achso, das ist die Lampe. Ich habe gedacht, folgt mal das Kabel. Das merkwürdige Telefonding? Streichhölzer. Vielleicht will ich gleich doch mit Tastatur und Maus, weil ich glaube, der Controller ist eigentlich total empfindlich. Merkwürdiges Telefonding. Toll, die Folge fängt super an. Das ist eine Kamera. Wir nehmen einfach das Satellitentelefon. Das, was ich glaube, das ist ein Satellitentelefon, oder? What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is Helena Federal Emergency Management Agency. My name is Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay, and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware that... Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye.
Oh, okay. Wir scheinen sehr nett zu sein. Okay, also er hat uns vor dem Sturm gewarnt, aber wir werden wohl trotzdem nicht lange hier bleiben. Ihr habt es auch gehört, ne? Checkliste, okay. Ich habe Angst. Ich habe echt die Angst. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, es passierte nichts Schlimmes. Glaube ich. Aber Angsty macht mir das Spiel gerade ein bisschen This place is a real mess. Never thought to find anything like that. Er sieht wirklich hier schlimm aus, ne? Also, ihr habt wirklich lange keine Aufgabe. Oh, okay. Ah, okay, das sind wir, Mutter und Vater. Oh, wir sind wohl 1980 dann circa hier weggezogen. Okay, wir haben das merkwürdige Telefonding. Danke. Oh, mein Gott! Ich habe mich voll erschrocken. Immer in die Richtung laufen, wo es herkommt. Ist das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was wir machen müssen. Hallo? Hallo? Boah. Hallo? Was ist das für ein Lärm beim Overlock? Wo ist der Overlock? Oh, Karte. Overlock. Overlock, Overlock. Das ist, glaube ich, da, wo eben die Dings kaputt waren, ne? Da müssen wir nochmal zurück kurz. Ich glaube, wir kommen da auf der anderen Seite hin. Warte mal, gerade mal gucken. Da hinten ist die Stube, ne? Die Stube eigentlich im gleichen Gang und da müssen wir hier aber runter, rechts runter. Ich glaube, das sind einfach diese Rollos, ne? Die da. Die gegen die Fenster knallen, die wir eben schon gesehen haben. Hallo? Oh. Wir gehen nirgendwo hin. Melden. Hello? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah. I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? Hoffentlich schon. Hoffentlich nicht. Ich sag mal hoffentlich schon. Ich glaube, die will einfach da weg. Yeah? Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! Okay. What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Oh, okay. Da kann doch gar nicht schief gehen. Natürlich nicht. Es ist auch nur ein bisschen am Schneien. Schaut mal, es ist gar nicht so viel da los da draußen. Okay, was sagt die Karte? Erhol das Auto und verschwinde von hier. Bevor der Sturm losgeht. Okay, wir müssen erstmal wieder nach unten. Okay, ich denke, also wir werden sowieso hier nicht wegkommen. I won't stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Also, ja. Also, wie gesagt, die wir einfach nur weg. Ich denke mal nicht, dass wir lange hier bleiben werden. Also, wir werden schon hier bleiben noch. Aber sie denkt immer noch, dass sie weg kann. Wieso gehen die Türen alleine zu? Oh, mein Gott. Aber wir denken immer noch, wir können abhauen. Deswegen gehen wir mal unten zum Auto. Obwohl, ich weiß nicht, sie könnte einfach... Oh, das können wir jetzt benutzen. Oh, ich will da gar nicht hin. Hallo? Dass sie einfach nicht hier bleibt. Ich kann verstehen, dass sie das vielleicht hier doof findet, ne? Weil sie alte Erinnerungen hat, ne? Die vielleicht nicht so toll sind. Wo man halt dran erinnert werden möchte. Aber es ist doch sicherer, wenn man dann hier bleibt. Ich weiß, dass das nicht der Weg ist, der wir gekommen sind, aber ich will trotzdem mal gucken. Oh, okay, also dieser Generator. Also mir macht das ja Angst, dass da so viele Räume hier sind, ne?
Es kann sein, dass wir dann in allen Räumen irgendwie was suchen müssen. Und Leute, die schon länger hier sind, wissen, wie ich Rätselspiele hasse. Okay, wie darf man da lang? Was seltsame Telefonding. Ich komme immer noch nicht da drüber, ne? Ich habe mich ja total verlaufen. Ich werde auch am besten den Weg gegangen, wo ich gekommen bin. Mist! Ich habe mich jetzt total verlaufen. Ne, das ist hier das da gewesen, ne? Von hier kamen wir. Halle ist. Wir gehen erstmal zurück zur Halle. Ne, hier kamen wir, ne? Da müssen wir eigentlich geradeaus gehen. Eigentlich, wenn ich geradeaus gehe, müsste ich dann zu meinem Auto kommen. Glaube ich. Ja, da ist unser Auto. Oh, ich hört mal. Seht ihr das? Achso, ich habe gedacht, da ist ein Loch drin. Ich habe gedacht, da ist ein Loch drin. Ich habe das Gefühl, wir müssen da rein irgendwann. Auto. Oh Gott, das hält das Auto doch niemals aus. Mein Auto. Tell me you changed your mind. You there? Uh-huh. Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it. I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Ugh, fine. Ich vertraue dir schon am Telefon nicht. Ich vertraue dir nicht. Wieso, wenn wir unsere Auto... Erstmal, wieso wirft man seine Autoschlüssel auf den Beifahrersitz? Wieso? Und wenn wir den darauf geworfen haben und der jetzt weg ist, wir sind nicht alleine. Ich muss das... die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das. Okay. Ich will nicht... Wieso müssen wir das aufbekommen? Das Auto geht doch nicht. Talk to me. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look. I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole. I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Vergesst es, dieser Name. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Okay, wir haben gerade gar nichts auf der Checkliste. Es ist zugefroren. Ich hab Angst, ohne Scheiß, wenn hier, dass es doch ein Horrorspiel ist, ne, wenn ich Basti umbringe. Er sagte eben zu mir, das ist ein Game-Simulator. Ist kein Horrorspiel. Was ist das? Oh Gott, das war das Telefon. Scheiße. Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Okay. Later. Okay. I can't believe it. I'm stuck. Shit.
Okay, wir haben nichts auf der Checkliste. Oh, Tag 1. Tag 1? Ich hab Angst. Ich guck gleich mal nach, ob das ein Horrorspiel ist. Wenn ja, dann wird Basti getötet. Okay. Okay, es scheint immer noch nicht besser zu sein. Okay. Ich mach mal kurz Pause, bevor da irgendwas kommt. Ich würde die Folge auch hier beenden und ja. Ich guck erst mal gerade nach. Ich glaube, das ist wirklich ein Gehsimulator mit Story. Aber Exi macht mir das Spiel gerade ein bisschen Angst. Ich weiß nicht. Es sieht halt so typisch nach so einem Horrorspiel aus. Kennt ihr das? Diese Horrorspiele, wo man durch irgendeine so eine Anstalt oder so läuft oder durch ein Hotel und dann hinter irgendeiner Ecke irgend so eine Fratze kommt. Aber eigentlich nicht, weil ich weiß, dass es von den gleichen Machern wie das andere Spiel ist. Eigentlich, mal gucken. Auf jeden Fall, danke schön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Tschüss.